nun funktioniert. Okay, also wie gesagt, unser Thema, anschließend dann das letzte Thema, dass wir uns die Frage stellen heute, welche Folgen entdecken wir in der Geschichte der Bibel und auch außerhalb der Bibel über oder aufgrund der Verwerfung des Johannes des Täufers als dieser sogenannte angekündigte zweite Elias. Wir werden aber heute nicht nur die zukünftigen Folgen uns anschauen, sondern wir werden auch rückblicken noch in das Alte Testament. Und wir haben in den vergangenen Themen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Johannes der Täufer nicht der einzige Wegbereiter des Herrn war, sondern dass es vor ihm im Alten Testament auch schon andere Wegbereiter gegeben hat und die ja ebenfalls eine eigene Geschichte hinter sich haben. Und da werden wir auch heute etwas zurückblicken noch in die Geschichte und schauen, welche Folgen die Verwerfung auch dieser vor Johannes dem Täufer existierenden Wegbereiter in der Geschichte Israels hatte. Und aus dem heraus Schlussfolgerungen ziehen, die dann auch die Zukunft betreffen. In diesem Sinne unser Thema heute und ich darf euch einladen, dass wir auch wieder mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns diesen Abend heute wieder schenkst, dass wir wieder im Geiste beisammen sein dürfen, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dein Wort aufs Neue wieder zu betrachten und miteinander zu überlegen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch heute durch deinen Heiligen Geist führst, dass du unsere Gedanken lenkst, dass wir auf wichtige Dinge aufmerksam werden und dass das alles unser Verständnis bereichert, aber auch unser Leben bereichert, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit auch immer wieder die richtigen Schlussfolgerungen für unser persönliches Leben ziehen. Segne alle, die heute wieder zuhören und die diese Sendung dann später noch nachhören werden. Und lass alles, was gesagt wird, auch zum Segen sein für uns alle. Wir preisen dich und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, also ich hoffe, es haben sich wieder einige, ja, einige wieder einschalten können und der kurze Ausfaller, der soll uns jetzt nicht daran hindern, dass wir unser Thema fortsetzen. Ich möchte mit der Frage einsteigen, mit einer grundsätzlichen Frage, die uns in dieses Thema einführen soll. Zunächst einmal, was waren die unmittelbaren und späteren Folgen der Verwerfung Johannes des Täufers, beziehungsweise eben dieses zweiten Elias, der in Malachi angekündigt war? Grundsätzlich können wir davon ausgehen oder müssen wir davon ausgehen, dass die Verwerfung eines von Gott zu einem speziellen Zweck gesandten Boten mit einer besonderen Botschaft kann niemals ohne schwerwiegende und fatale Folgen für die Menschen haben, an dieser Verwerfung teilhatten. Es ist nicht anzunehmen, dass Propheten, die Gott gesandt hat, mit besonderen Botschaften der Warnung und auch mit Botschaften der Verheißung, die alle auf das Wohl der Menschheit hinzielen und auf das Wohl des Volkes, einzelner Menschen, aber auch eines Volkes, dass die Verwerfung solcher Botschaften und solcher Propheten ohne Konsequenzen bleibt. Das ist nicht möglich. Niemand kann ungestraft Gottes Wort zurückweisen, egal über welchen Kanal es an den Menschen kommt. Davon können wir ausgehen. Wir sahen die Folgen also die Frage stellt sich, wie sahen denn die Folgen in Israel und der Welt aus, ganz konkret in der Vergangenheit, wo Propheten verworfen worden sind und wie sehen die Folgen in der Zukunft aus, auf die wir jetzt von Zukunft aus der Sicht der Johannes des Täufers, aus der Sicht Jesu, aber auch aus unserer heutigen Sicht. Wir haben immer noch Zukunft vor uns und die Frage wird sich stellen, ob die weitere Zukunft und all das, was da über die Welt hereinbricht, immer noch irgendwie auch Folgen sind der Verwerfung von dem Wegbereiter Johannes dem Täufer,
aber auch der vorherigen Wegbereiter und auch der Wegbereiter, die auch nach Johannes dem Täufer gekommen sind. Es wäre ein großer Fehler, und auf das möchte ich immer wieder aufmerksam machen, Johannes den Täufer als den einzigen Wegbereiter des Herrn zu sehen. Darüber haben wir in vergangenen Themen schon einiges uns angeschaut. Bevor wir aber heute Abend uns näher etwas diese Folgen anschauen wollten und diese Frage beantworten, welche Folgen hat das, wollen wir uns zunächst einmal daran erinnern, wie Jesus die Verwerfung des Johannes des Täufers auf den Punkt gebracht hat. In Markus 9, Vers 12 und 13 haben wir den Text, den ich hier noch einmal in Erinnerung rufen möchte, wo Jesus von Berg der Verklärung herunterkommt und letztendlich hier auf die Frage der Jünger antwortet. Und die sagen ja, zuvor, bevor der Menschensohn, bevor es zur Auferstehung kommt, soll ja der Elia kommen. Jesus gibt diese berühmte Antwort, zuvor soll freilich der Elia kommen und alles wieder zurechtbringen. Und wie geschrieben steht von des Menschensohn, dass er viel leiden soll und verachtet werden. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben an ihm getan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Den Text solltet ihr inzwischen auswendig kennen, ja, dass hier Jesus auf dieses Schicksal des Johannes des Täufers rückblickend hier diese Aussage macht, sie haben mit ihm getan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Und wir haben ja in unserem letzten Thema die Frage schon etwas verfolgt, wo stand denn da etwas geschrieben über das Schicksal des Johannes des Täufers? Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es eigentlich keine konkrete alttestamentliche Stelle gibt, aus der wir schlussfolgern können, aus der wir konkret herauslesen können, dass es da eine spezielle Prophetie gab, die besagte, dass Johannes der Täufer, dieser Wegbereiter, dieses Schicksal erleiden wird, das er erlitten hat. Kein einziger Text im Alten Testament spricht davon in dem Zusammenhang, wo aber der Wegbereiter angekündigt wurde. Ganz klare Texte, die wir angesehen haben. Deshalb stellt sich die Frage, woran hat denn Jesus gedacht, als er das hier sagte? Sie haben mit ihm getan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Es ist ja sehr bemerkenswert und das ist mir auch hier in der Vorbereitung dieses Themas noch einmal aufgefallen oder ganz bewusst aufgefallen, dass Jesus selbst zwar interessanterweise sein eigenes Schicksal sehr deutlich und sehr präzise und in alten Details vorausgesagt hat. Das heißt, Jesus wusste ganz genau, was ihn geschehen wird, wie sein Schicksal sein würde. Und immer wieder hat er darauf hingewiesen, so stand es ja geschrieben bei den Propheten. Aber dasselbe sagt er eben auch von Johannes dem Täufer. Auch das Schicksal seiner Jünger und der weiteren Nachfolger bis in die Endzeit hat Jesus eigentlich sehr deutlich vorausgesagt. Wenn ihr Matthäus 10 aufschlagt und an Matthäus 10 denkt, wo Jesus da seine Jünger aussendet und auch die 70 da, die er dann später ausgesandt hat, da hat er ganz klar über das Schicksal seiner Jünger gesprochen. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe und die Menschen werden euch verachten, sie werden euch verwerfen, sie werden euch den Synagogen überantworten, sie werden euch töten. Ja? Oder in Matthäus 24, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern. Ja? Und die Menschen werden einander verraten, nicht? Auch die Gläubigen untereinander oder die ehemaligen Gläubigen, nicht? Die Brüder und Schwestern werden einander verraten. Jesus hat also das Schicksal, sein eigenes Schicksal in allen Details vorausgesagt, das Schicksal von seinen Jüngern ganz deutlich vorausgesagt und das Schicksal all seiner Nachfolger, die in Zukunft leben würden. Und da stellt sich erst recht die Frage, und warum sagte Jesus das Schicksal von Johannes dem Täufer nicht voraus? Wenn doch, wie er gesagt hat, von ihm geschrieben stand. Die Frage stellt sich auch, warum, ob Johannes der Täufer sein eigenes Schicksal in der Schrift erkannt hatte, wenn Jesus sagt, später nach seinem Tod, wie von ihm geschrieben stand. Wusste Jesus schon im Voraus, was das Schicksal von Johannes dem Täufer sein wird? Da kann man sich, habe ich mir die Frage gestellt, wenn er das gewusst hat, warum hat er denn Johannes das nicht klar gesagt?
Die Möglichkeit wäre ja genügend gewesen, dass er den Johannes auf sein eigenes Schicksal, das mit dem Tod enden wird, mit der Verwerfung enden wird, dass er ihm das auch voraussagt, wie er das seinen Jüngern vorausgesagt hat und wie er das auch von sich selbst wusste. Aber wir finden kein einziges Wort. Und die beste Möglichkeit, die Jesus gehabt hätte, um Johannes sein eigenes Schicksal vorauszusagen, war ja, als Johannes bereits im Gefängnis lag. In Matthäus 11 haben wir die Geschichte, wo Johannes schon im Gefängnis lag. Matthäus 10 vorher sendet er seine Jünger und sagt ihnen ihr Schicksal voraus. Aber als der Johannes zu Jesus, ein Kapitel später wird das berichtet, zu Jesus sandte seine Freunde und fragte, bist du der, der kommen soll oder sollen wir eines anderen warten? Da hat Jesus mit keinem Wort irgendwo den Johannes aufmerksam gemacht, du pass auf, du bist jetzt im Gefängnis, du wirst aus diesem Gefängnis nicht mehr herauskommen, du musst dich darauf einstellen, dass du dort sterben wirst. Es ist ja auch bemerkenswert, dass zum Beispiel der Heilige Geist den Apostel Paulus aufmerksam gemacht hat, dass er sein Leben beenden würde. Er würde jetzt nach Jerusalem gehen und dort würde sein Leben beendet werden. Ja, er würde einen gewaltvollen Tod dort sterben. Paulus war vorbereitet, er wusste das. Nichts davon wissen wir von Johannes dem Täufer. Jesus hat dem Johannes dem Täufer lediglich gesagt, die Blinden gehen, also die Blinden sehen, die Lahmen gehen und so weiter, nicht? Und die Toten stehen auf. Und dann sagt er noch dazu, selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Aber kein Wort von seinem Schicksal, das Jesus ihm angekündigt hat. Aber kaum war er tot, der Johannes der Täufer. Und dann hat Jesus diese Aussage gemacht, da in Markus 13, sie haben mit ihm getan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Also das ist für mich sehr bemerkenswert, dass Jesus hier den Johannes den Täufer diese konkrete Information interessanterweise nicht gegeben hat. Aber warum hat Jesus dann im Nachhinein doch diese Aussage gemacht oder diese Erklärung gegeben, dass sein Schicksal von ihm geschrieben stand? Woran hat Jesus gedacht, als er das dem Johannes dem Täufer sagte? Dass es eben zu einer Verwerfung seiner Person und auch seines Dienstes kommen wird. Und ich habe diesbezüglich zwei Gleichnisse im Neuen Testament gefunden, die Jesus angesprochen hat, die Jesus erzählt hat. Wo ich meine, dass nach dem Tod des Johannes hat er diese zwei Gleichnisse erzählt, und zwar sogar kurz vor seinem eigenen Tod. Hat Jesus zwei Gleichnisse geschildert, von denen ich meine, dass Jesus auch dort etwas das Schicksal Johannes des Täufers irgendwo drinnen hatte. An welches Gleichnis würdet ihr zum Beispiel jetzt denken daran? Überlegt kurz, ja, in welchem Gleichnis Jesus das Schicksal des Johannes den Täufer verpackt hat, in einer Geschichte eines Gleichnisses. Ich meine, dass es das Gleichnis von dem bösen Weingärtner zum Beispiel ist, in Matthäus 21, und da möchte ich euch auch einladen, dass ihr diesen Text aufschlägt. Die meisten von euch kennen natürlich dieses Gleichnis sehr gut. Wir haben das ja immer wieder auch verwendet, im Zusammenhang mit dem Schicksal auch Jesu. Aber wo in diesem Gleichnis, das Jesus hier von den bösen Weingärtnern besprochen hat, könnten wir auch das Schicksal von Johannes dem Täufer sehen, das Jesus hier im Nachhinein natürlich beschreibt, nicht im Voraus. Nicht? Wenn er dieses Gleichnis im Voraus beschrieben hätte, dann könnte man meinen, ja, da hätte Jesus auch das Schicksal von Johannes dem Täufer vorausgesagt. Aber das war hier nicht so. In diesem Gleichnis von dem bösen Weingärtner, nicht, da kennen wir dieses Gleichnis, wo er da einen Weinberg gepflanzt hat, dieser Hausherr, einen Zaun herum und einen Kelter, einen Turm darin, und hat ihn den Weingärtnern in Pacht gegeben, in Vers 1, also in Vers 33 lesen wir das, ja, Matthäus 21, 33. Und dann zog dieser Weingärtner außer Landes, nachdem er seinen Weinberg in Pacht gegeben hat. Dann steht hier im Vers 34, da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, dass sie seine Früchte empfingen.
Und jetzt wissen wir natürlich, dass dieser Weinberg ist ein Gleichnis für das Volk Israel. Das geht auch dann aus den Schlussfolgerungen heraus, die Jesus da gezogen hat. Hier schildert Jesus in diesem Gleichnis vom Weinberg natürlich die Geschichte Israels, wo ein Beginn war, wo er diesen Weinberg gepflanzt hat und jetzt gewartet hat auf die Früchte. Das heißt, wenn man einen Weinberg pflanzt, muss man eigentlich ganz schön lang warten, bis man die Früchte hat. Ein Bauer muss also immer warten, wenn er eine Bäume setzt oder auch Wein setzt, dass da dann die Zeit der Früchte kommt. Das kommt ja nicht gleich so schnell. Da muss er eine Zeit lang warten. Das war ja auch im Volk Israel so. Gott hat diesem Volk eine Zeit lang eine Frist gegeben, eine Zeit gegeben, wo er alles getan hat für dieses Volk, wo er diesen Weingärten gut versorgt hat, wo er den Weinstock gut gepflegt hat. Und dann hoffte er, na, jetzt müssten eigentlich bald Früchte kommen, im übertragenen Sinn jetzt. Und was macht er dann? Dann sandte er seine Knechte, damit sie diese Früchte bekommen. Was tun jetzt die Knechte? Im Vers 35 steht, dann nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen schlugen sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte mehr als das erste Mal. Und sie taten ihnen gleich also. Hier in diesen zwei Versen glaube ich, dass Jesus hier einige Jahrhunderte der israelitischen Geschichte beschreibt. Man kann hier in diesen Propheten, die er hier erwähnt, diese Knechte, durchaus die Propheten sehen, die Gott gesandt hat. Gottesmänner, vielleicht kann man auch Priester darunter verstehen, die ja ebenfalls von Gott gesandt wurden, von Gott eingesetzt wurden, dass sie zum Volk sprechen und das Volk in den richtigen Wegen lehren, dass das Volk seine Früchte bringt, Früchte der Heiligkeit. Wir haben jetzt in der Sabbatschullektion die Frucht des Geistes. Und das war offensichtlich nicht etwas, was erst in neutestamentlicher Zeit nach dem Tod Jesu von den Gläubigen erwartet wird, sondern das war ja etwas, was Gott schon von Anfang an, seit dem Sündenfall, immer wieder von den Menschen erwartet hatte, die er zur Umkehr rief, durch die Propheten und durch die Männer Gottes. Und wenn wir jetzt in die Geschichte Israels gehen, dann gab es hier natürlich eine Fülle von Propheten, die gesandt wurden. Und hier stellt sich die Frage, könnte man hier unter diesen Knechten, die da gesandt wurden, auch den Johannes den Täufer da drinnen sehen? Und es wird uns kein Problem machen, in diesen Knechten natürlich auch nach 400 Jahren prophetenloser Zeit auch den Propheten Johannes da drinnen zu sehen, von dem Jesus gesagt hat, er war der Größte unter ihnen. Und was haben sie mit ihm getan? Ist das, was da Jesus in diesem Gleichnis geschildert hat, auch das, was er mit Johannes dem Täufer getan hat? Eigentlich ganz buchstäblich. Bevor der Sohn gesandt wurde, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Ja? Und als Jesus kam, geboren wurde und dann letztendlich erwachsen wurde und dann zum Volk kam, um Früchte zu bringen, da wurde er dann letztendlich 3,5 Jahre später, ist ihm genau das passiert, was hier in diesem Gleichnis beschrieben wird. Aber 2 Jahre vorher wird das gewesen sein, oder 2,5 oder vielleicht sogar 3 Jahre vorher. Wir wissen nicht genau, wie lange Johannes mit Jesus zusammengewirkt hat, aber es wird innerhalb von der ersten Wochen oder Monate gewesen sein, wo der Johannes dann schon praktisch im Gefängnis gelandet ist und von Herodes umgebracht wurde und von den Juden, von den Oberen natürlich auch abgelehnt wurde, denn die haben ja seine Botschaft nie angenommen. Also könnte man sagen, hier in diesem Gleichnis ist auch das Schicksal Johannes des Täufers mit drinnen. Wir haben dann noch ein zweites Gleichnis, gleich das nächste, und zwar von der königlichen Hochzeit. Und da lesen wir im Vers 22, im Kapitel 22, Vers 1, und Jesus hob an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, also wiederum die Knechte, die ausgesandt werden, jetzt nicht um die Früchte zu holen im Weinberg, sondern um die Gäste zu laden. Ja? Die Gäste zur Hochzeit, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen und sie wollten nicht kommen. Und jetzt müsste man hier kurz verweilen und sich fragen, was ist hier mit der Hochzeit gemeint?
zu der hier eingeladen wird. Wenn wir am Schluss dieses Gleichnisses hinkommen, dann geht der König hinein, letztendlich nachdem da eine ganze Zeit vergeht, wo die Knechte nicht angenommen wurden, wo die Gäste sich nicht einladen haben lassen und dann doch irgendwo der Saal voll geworden ist nach einer gewissen Zeit, weil sich doch nicht Gäste, sondern Fremde gefunden haben, die sich einladen haben lassen. Und da ist dann vom hochzeitlichen Kleid die Rede. Und wir wissen, jeder, der dieses Gleichnis etwas kennt, der weiß, dass es hier eigentlich um diese Hochzeit geht, wo Jesus sich mit seiner Gemeinde am Ende der Zeit verbinden möchte für alle Ewigkeit. Das heißt, das ist ein Bild für eines der schönsten Bilder für die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu, für die Vorbereitung auf die Hochzeit des Lammes, von der wir dann in der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 19 und dann 20 und 22, da geht es ja um diese Bilder der Hochzeit. Ja, aber speziell im Kapitel 19 ist da von dieser Hochzeit die Rede, die auch vor dem Kommen Jesu stattfinden wird. Und dieses Gleichnis verstehen wir in diesem Zusammenhang. Das heißt, Hochzeit bedeutet die Begegnung mit dem Herrn. Und zwar nicht eine vorübergehende Begegnung, sondern die Hochzeit stellt die letzte, die endgültige Verbindung des Gläubigen mit Christus dar, die in der Wiederkunft Jesu seinen Höhepunkt findet und seine endgültige Erfüllung. Und jetzt steht hier, die Gäste wurden da von Knechten zur Hochzeit gerufen. Aber da steht hier im Vers 3, und sie wollten nicht kommen. Abermals, da steht jetzt nicht hier, was diese Leute jetzt mit diesen Knechten gemacht haben. Achtet darauf, hier steht nicht, dass man diese Knechte misshandelt hat, dass man sie geschlagen hat, dass man sie getötet hat, so wie das Jesus hier in seinem anderen Gleichnis dargestellt hat. Offensichtlich wollte Jesus mit beiden dieser Gleichnisse irgendwelche andere Gedanken verbinden und andere Akzente setzen, andere Dinge bewusst zu machen, wie Israel sich verhalten hat. Denn die Gäste, von denen hier die Rede ist, waren nicht die Heiden, sondern die Gäste, die waren zunächst einmal die, die als erstes berufen waren, bei dieser Hochzeit teilzunehmen. Und das war das auserwählte Volk, das war das jüdische Volk. So können wir das ganz sicher sagen. Im Vers 4 sagt dann, kommt eine weitere Sendung von Knechten, wie das auch beim vorherigen Gleichnis war. Zweimal sind da Knechte ausgesandt worden. Und hier im Vers 4, abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sage den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit, kommt zur Hochzeit. Hier könnte man fragen, wer ist hier mit diesen Knechten gemeint, die sagen konnten, es ist alles bereit, ihr braucht nur zur Hochzeit kommen. Wenn die Hochzeit ein Bild ist für das Reich Gottes, für die Errichtung, für die Aufrichtung des Reiches Gottes in Israel, für die Erlösung Jerusalems, für den Trost Jerusalems, von dem wir in diesen Texten im Neuen Testament und im Alten Testament sprachen, dann könnte das auch ein Bild sein für die Propheten, die schon im Alten Testament das Volk immer wieder eingeladen haben, zu dieser Hochzeit zu kommen. Hosea hat den Auftrag gehabt zu verkünden, nicht, im Namen Gottes, wo er sagt, wo Gott durch Hosea spricht, ich will mich mit euch verloben bis in alle Ewigkeit. Ja? Dieses Bild der Hochzeit, Hosea, der da sich mit einer Hure verheiraten musste, eine Frau, die verstoßen wurde und die er dann wieder verehelichen sollte, ein Bild für das Volk Israel, das Ehebruch mit Gott begangen hat und dann doch wieder zu Gott zurückgerufen wird und dann sagt Gott, ich will mich mit euch verloben in alle Ewigkeit. Also ein eindeutiges Bild seiner Hochzeit, seiner ewigen Verbindung. Gott sprach auch immer von einem ewigen Bund. Auch dieses Element des Bundes im Alten Testament ist ja ein Bild, das mit Hochzeit auch etwas zu tun hat.
Denn Hochzeiten galten ja damals auch als ewiger Bund. Das sollte nicht vorübergehend sein, sondern Mann und Frau sollten sich, bis der Tod sie scheidet, ein Ehepaar sein. Und dieses Bild der Hochzeit wurde auch im Alten Testament schon von Gott immer wieder gebraucht. Und im Neuen Testament, merkt ihr, greift Jesus dieses Hochzeitbild, dieses Bündnis in der Ehe auf. Und sagt er schon im Alten Testament, es sollte ein ewiger Bund sein, kein vorübergehender Bund mit Israel. Und dazu haben die Propheten aufgerufen. Und jetzt die Frage wieder, war Johannes auch einer dieser Propheten, der zur Hochzeit rief und der dann sagte, es ist alles bereit? Und ich meine, gerade in der Botschaft, die Johannes der Täufer gebracht hat, niemand von den Propheten im Alten Testament hat so klar gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so ganz konkret. Ja. Und Jesus nach ihm, wir werden das heute noch sehen, hat ja zunächst auch eine prophetische Rolle gehabt. Er schlüpfte ja in die Funktion, in das Amt eines Propheten, als er das Volk auch aufrief, tut Buße und bekehrt euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hatte die Botschaft, die der Johannes verkündigt hat, zur gleichen Zeit hat diese Botschaft ja auch Jesus verkündigt. Und dann war Johannes im Gefängnis und hat eben dieses Schicksal erlitten, dass man getan hat mit ihm, was er wollte. Und Jesus hat die Einladungen weitergesprochen. Also, und hier steht in diesem Gleichnis, was jetzt diese Leute mit diesen Knechten getan haben, im Vers 5. Aber sie verachteten das, gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere zu seiner Hantierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Achtet, hier werden nicht alle Propheten geschlagen und getötet, sondern nach diesem Gleichnis werden einfach Propheten ignoriert. Ja, die Leute wollten einfach nicht kommen, haben das ignoriert, haben sich ausgeredet, nicht, mit anderen Dingen, die sie zu tun haben. Der eine hat einen Ochsen gekauft, der andere hat einen Acker gekauft und der andere hat seine Frau geheiratet, nicht? Und da hat er keine Zeit gehabt zu kommen. Hier sind einfach schildert Jesus gewisse Ausreden, ja, gewisse Gründe, die für die Juden offensichtlich im Hintergrund bedeutungsvoller waren, ja. Das irdische Streben nach solchen Dingen, nach materiellen Dingen, war für sie wichtiger, als Jesus zu folgen, der damals auf diese Erde kam, oder den Propheten das Gehör zu schenken, die sie zu dieser Begegnung mit Gott gerufen haben. Aber es steht dann hier auch sehr deutlich, wie wir es gesehen haben, einige Knechte haben sie doch auch getötet. Und dazu gehörte ebenfalls Johannes der Täufer. Das sind aber Gleichnisse, die Jesus offensichtlich nach dem Tod von Johannes dem Täufer gesprochen hat, dass sie das mit ihm getan haben. Aber Johannes gehörte sicherlich zu dieser Kategorie von Propheten. Und jetzt natürlich stellt sich hier die Frage, war das der Plan Gottes? Ist das das, was Gott wollte, was mit seinen Propheten geschieht, die zur Hochzeit eingeladen haben? Und das kann doch nie, nur im leisesten Sinne irgendwas mit dem Willen Gottes zu tun haben. Die Juden haben auch nicht, so wie das im ersten Gleichnis beschrieben wird, alle Propheten gleich geschlagen und getötet. So wie das in dem zweiten Gleichnis geschrieben wird, haben sie einfach gewisse Propheten einfach nicht, nie, haben sie gewissen Propheten einfach nicht gehorcht. Stellen wir uns die Frage jetzt, wer war denn der erste Prophet, den Gott so richtig zu diesem Volk Israel gesandt hat? Und da gibt es nur eine Antwort, dass dieser erste Prophet, der als Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, hat er ja einen Propheten zu ihnen gesandt, das war der erste Prophet, das war damals Mose. Und was hat das Volk damals mit Mose getan? Wir lesen nicht und wir wissen, dass sie Mose nicht getötet haben. Aber wir wissen, dass sie Mose immer wieder sehr widerspenstig gegenüber waren. Wir lesen von dem Unglauben, den Mose von Anfang an, als ihn Gott nach Ägypten gesandt hat.
haben die Ältesten schon nicht richtig geglaubt. Und er musste Zeichen und Wunder tun und hat auch von Gott diese Möglichkeit bekommen, unter Zeichen und Wundern unter Beweis zu stellen, dass er von Gott gesandt wurde. Zuerst hat er diese Wunder vor den Ältesten getan, bevor er sie dann vor Pharao getan hat. Denn Mose wurde ja zunächst zu seinem Volk gesandt. Denn dieses Volk sollte aus der Sklaverei aus Ägypten geführt werden. Und unter Zeichen und Wundern geschah auch die Geburt Jesu, die Geburt des Mose. Ja, da wissen wir auch diese Geschichte, nicht, wo auch ein Kindermord da war, auch interessant im Zusammenhang mit Jesus, ebenfalls dieser Kindermord. Satan hat damals schon versucht, diesen Erlöser, den Gott nach Ägypten sandte, denn in der Rede von Stephanus in Apostelgeschichte 7 wird der Mose als Erlöser beschrieben, den Gott nach Ägypten gesandt hat. Und dieser Erlöser, der irdische Erlöser, dieser Mose, war auch bedroht als Baby durch einen König und wurde von einer Königstochter dann gerettet, auf wunderbare Weise, in Ägypten. Also sehr bemerkenswert, und Jesus hat ja dann auch in Ägypten Zuflucht gefunden, während in Bethlehem der Kindermord passiert ist. Und wir wissen, dass auch damals im Alten Testament, zur Zeit Mose der vielleicht einer der wenigen war, der Kinder, die zu dieser Zeit überlebt haben. Alle anderen Kinder der Israeliten sind umgekommen. Und ich habe ja damals das letzte Mal auch schon die Frage gestellt, erinnert euch, hat Bethlehem im gewissen Sinne auch bei der Geburt Jesu, als es zum Kindermord kam, hat Bethlehem eine gewisse Vorgeschichte gehabt, in der irgendwo auch ein Grund drinnen war, warum Gott Bethlehem vor diesem Kindermord des Herodes nicht geschützt hat. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Zeichen und Wunder, die in Bethlehem passiert sind, offensichtlich nicht beachtet worden sind und dass Gott dann auch seinen Schutz vor Bethlehem zurückgezogen hat und hat den König dann, den Herodes, machen lassen, was er wollte mit den Leuten in Bethlehem. Und das war ja für die Eltern, muss das schrecklich gewesen sein, und wir stellen uns heute die Fragen, und die Kinder waren ja unschuldig. Aber die ganze Bibel spricht davon, dass Sünde der Eltern auch Schuld, also auch Unheil über ihre Kinder und über ihre Nachkommen bringen. Die ganze Geschichte der Bibel ist voll von Hinweisen, dass die Sünden der Väter oft viel Unheil auch auf zukünftige Generationen gebracht haben. Und das ist auch heute so. Das ist ein Konzept, das wir durch die ganze Geschichte hindurch verfolgen können. Eine traurige Geschichte. Und wir müssen fragen, hat dieser Kindermord, der damals durch Herodes, nicht durch Herodes, durch Pharao stattgefunden hat in Ägypten, hat das auch mit einem Unglauben der Israeliten, mit Ungehorsam der Israeliten in Ägypten zu tun gehabt? Und ich denke, in vergangenen Themen haben wir auch darüber schon gesprochen, dass hier sehr wohl von einem Götzendienst die Rede ist, in dem die Israeliten in Ägypten gelebt haben. Und dass sie vergessen haben, wer ihr Gott ist. Und dass aus diesem Grunde sie überhaupt in diese Sklaverei gekommen sind. Und dass die Sklaverei immer intensiver wurde. Und erst als sie recht intensiv war, da hat das Volk zu schreien begonnen. Und das war schon in einer Zeit, wo bereits dieser Plan da war, dass die Kinder, alle die männlichen Kinder in Ägypten ausgerottet werden. Also ihr merkt schon, hier haben wir wieder interessante Parallelen, dass die Botschaften Gottes, die durch Abraham, Isaak und Jakob an sein Volk hergingen, dass die Nachkommen dieser Glaubensväter diese Botschaften verworfen hatten, vergessen hatten, wer ihr Gott ist, an den sie glauben, und dann sich da mit den Ägyptern angefreundet haben und mehr die ägyptischen Götter aufgenommen haben, und dann kam ein Unglück und ein Unheil nach dem anderen über sie. Und dann sandte Gott ihnen diesen Erlöser, den er durch ein Wunder gerettet hat. Und dann kam dieser Mose mit 80 Jahren nach Ägypten. Nicht schon mit 30 Jahren wie Jesus, 30 Jahre nach der Geburt, sondern mit 80 Jahren erst. Und hat dann letztendlich dort in Ägypten wieder Zeichen und Wunder getan. Und hat, wie wir wissen, nicht nur vom Volk Wunder getan, sondern auch vor Pharao. Und Pharao hat dann immer noch die Frage gestellt, wer ist dieser Gott, dass ich ihm gehorchen müsste.
Also und hat sich verweigert, eigentlich diesem Mose und seiner Botschaft zu gehorchen. Aber auch die Ältesten, die haben Zweifel bekommen. Als Pharao das Volk immer schwerer bestrafte und sie noch mehr unterdrückte, als er merkte, dass die da jetzt in die Freiheit gehen wollte, dann haben selbst die Ältesten dem Mose gesagt, geh wieder dorthin, wo du hergekommen bist. Das heißt, sie wollten dort ihren Erlöser, den Gott ihnen gesandt hat, zurückweisen. Ja? Und Mose hatte Mühe dann, die Ältesten der Israeliten zu überzeugen, dass er trotzdem von Gott gesandt ist und dass es wichtig wäre, dass sie ihm glauben und dass sie Gott vertrauen, dass er sie aus dieser Hand des Pharao befreien würde. Hier könnte man natürlich dann die Frage stellen, und letztendlich sind sie ja befreit worden durch große Zeichen und Wunder, wie wir wissen, die 10 Plagen, die da über Ägypten gegangen sind, und dann konnte das Volk ausziehen unter dem Zeichen des Passahlammes, ja, dass da noch die Erstgeburt gerettet war, und dann dieser Durchzug durchs Rote Meer, ein großes Wunder, das geschehen ist, und das Volk ging in die Freiheit. Ja. Und jetzt könnten wir uns die Frage natürlich stellen, was wäre gewesen, wenn die Israeliten den Mose schon früher geglaubt hätten oder ernsthafter geglaubt hätten. Und als er sie dann in die Wüste geführt hat, da begann er dieses Volk, das diese Freiheit erlebt hat aus Ägypten, gegen Mose zu murren an. Und wir haben eine Fülle von Ereignissen. Und dass die Geschichte der Wüstenwanderung letztendlich nicht nur einige Wochen gedauert hat oder einige Monate oder vielleicht ein Jahr oder mehr, das hätte viel schneller sein können, dass die Geschichte der Wüstenwanderung 40 Jahre gedauert hat, das hatte damit zu tun, dass das Volk auch immer wieder gegen diesen Propheten Mose, der ihnen als Erlöser gesandt wurde, um sie aus dieser Knechtschaft in das Land Kanaan zu führen, dass sie dem immer wieder ungehorsam waren und gegen ihn gemurrt haben. Auch da haben wir gerade im letzten Viertel die Studienhefte gehabt, das Studium von 4. Mose, wo wir diese Geschichten gelesen haben. Ich habe mir die Frage gestellt, welche Folge hätte es gehabt, wenn sie auf Mose gehört hätten und sie dann letztendlich im Gehorsam Gott gegenüber gewesen wären. Und letztendlich, was hätte sein können? Ich lege euch hier einen Text bei, für die jetzt im Chat sind, lege ich ein Zitat bei von Ellen White, das könnt ihr jetzt mit mir lesen, die im Chat sind, ja. Und dieses Zitat findet ihr im Bibelkommentar auf der Seite 36, also in dem Bibelkommentar von Ellen White. Das ist ein ganz interessantes Zitat, wo Ellen White dieses Was-wäre-wenn-Konzept beschreibt, ja, dass viele meinen, das wäre sinnlos, wenn man darüber spricht. Achtet, was sie hier sagt. Wären alle Lehren Christi befolgt worden, die er aus der Wolkensäule gegeben hatte. Achtet, wo hat Jesus aus der Wolkensäule zum Volk gesprochen? Das war nicht in der Zeit der Propheten später, sondern das war genau in der Zeit der Wüstenwanderung, der 40 Jahre der Wüstenwanderung. Und durch diese ganzen 40 Jahre hindurch, von Ägypten angefangen, vom Roten Meer dort, wo sich die Wolke zwischen dem Volk und Pharaos Armee gestellt hat, von dort weg hat sie die Wolke geführt, 40 Jahre lang. Und 40 Jahre lang hat Gott aus dieser Wolke über ihnen, aber auch im Heiligtum war ja dann diese Wolke, zwischen den Cherubim sichtbar, wo Gott zu ihnen gesprochen hat. Und jetzt sagt Ellen White hier in diesem Buch, im Bibelkommentar, wären alle Lehren Christi befolgt worden, die er aus der Wolkensäule, also während der 40-jährigen Wüstenwanderung, gegeben hatte, so hätte dies die jüdische Nation in die Lage versetzt, hervorzutreten und Gott über alle Nationen und Völker der Erde zu verherrlichen. Jerusalem hätte nicht, ich habe das jetzt hier in Klammer hinzugefügt, durch Babylon zerstört zu werden brauchen. Denn das war die erste Zerstörung. Natürlich können wir dann das auch weitertragen. Jerusalem hätte aus denselben Gründen auch
die zweite Zerstörung durch Rom nicht erleben brauchen. Das können wir auch aus den prophetischen Büchern finden und aus dem, was auch Jesus im Neuen Testament gesagt hat. Doch das Volk, so heißt es hier, missachtete die Gebote Gottes, während sie vorgaben, danach zu leben. Es ist schon sehr bemerkenswert und achtet darauf. Ellen White überspringt hier von der Wüstenwanderung bis zur Geschichte der Zerstörung Jerusalems etwa 800 Jahre, ja, die da vergangen sind. Da wurde, als sie aus Ägypten herausgezogen sind und ins Land Kanaan hineingekommen sind, da hat es etwa über 300 Jahre gebraucht, bis der Tempel überhaupt gebaut wurde. Und dann etwa über 400 Jahre ist der Tempel gestanden und dann kam es erst zur babylonischen Gefangenschaft. Jetzt sagt Ellen White hier, wenn das Volk die Lehren, die Gott schon durch die Feuersäule, durch die Wolkensäule während der Wüstenwanderung angenommen hätte, dann hätte die jüdische Nation hervortreten können und zu einem über alle Völker erhaben sein können. Das sind Texte, die wir aus dem Alten Testament natürlich kennen. Ellen White hat das nicht irgendwo aus dem Daumen sich gesogen und musste dafür auch keine besondere Offenbarung in einer Vision bekommen, sondern jeder, der das Alte Testament studiert, wird das dort finden. Ja? Also ein Bibelkommentar von Ellen White, ja, danke für den Hinweis, ihr könnt das Zitat dort suchen. Ein sehr bemerkenswertes Zitat. Das heißt, das wäre gewesen, wenn sie Mose, den Propheten, richtig angenommen hätten. Dann hätte natürlich logischerweise die Wüstenwanderung schon gar nicht 40 Jahre gedauert, sondern sie wären schon viel früher dort gewesen. Und im Land Kanaan hätte es dann auch keine Könige gegeben. Wenn sie auf die Stimme der Propheten gehört hätte das jüdische Volk niemals nach einem König verlangt, so wie ihn die Heiden hatten. Achtet darauf, was hier also in dieser Vorgeschichte der Propheten, die eigentlich damals schon dem Herrn den Weg bereiten wollten und dem Kommen des Herrn den Weg bereiten wollten, wie man mit diesen Propheten umgegangen ist. Wenn ihr mich fragt, ja, dann würde ich sagen, Johannes der Täufer war der letzte Wegbereiter in dieser Zeit nach einer langen Gnadenzeit für das Volk Israel, bevor dann Jesus selbst auf diese Erde kam. Einer der ersten Wegbereiter innerhalb des Volkes Israels war doch Mose. Und ich denke, dass ihr mir folgen könnt, wenn ich hier den Mose als Wegbereiter des Herrn definiere, in seiner Aufgabe, die er gehabt hat. Und da stellt sich die Frage, und dann jeder einzelne Prophet, der nachher kam, war eigentlich genauso ein Wegbereiter des Herrn. Und die Frage stellt sich, was haben die Menschen mit diesen Propheten getan und was wollte Gott, dass mit ihnen getan wird? Ich möchte euch bitten, diesbezüglich 5. Mose mit mir aufzuschlagen. 5. Mose, Kapitel 18, da lesen wir etwas von einer Prophezeiung, die Mose schon im Hinblick auf die Zeit gegeben hat, wo er nicht mehr sein wird und wo Gott ihm hier einen Auftrag gegeben hat, ja, und eine Weissagung gegeben hat, eine Information. Also wir können grundsätzlich einmal sagen, Mose war einer der ersten Propheten, den Gott zu seinem Weinberg sandte, um die Früchte vorzubereiten. Ja. Und hier in Kapitel 18, als sie schon ziemlich am Ende dieser Wüstenwanderung waren und Gott ihnen Weisungen gegeben hat, wie sie sich in Kanaan zu verhalten haben, was sie dort tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, da lest ihr dann im Vers 15 in diesem Kapitel eine Prophezeiung, der wir jetzt etwas Aufmerksamkeit näher schenken wollen. 5. Mose Kapitel 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das ist das, was Mose hier grundsätzlich dem Volke sagt. Dass Gott ihnen einen Propheten erwecken wird aus ihren Brüdern, das heißt aus ihren Stämmen, der nicht von irgendwo herkommen würde, sondern aus ihren Brüdern wird er ihnen erwecken. Dem sollen sie gehorchen. Und jetzt lesen wir weiter.
ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast am Horeb, am Tag der Versammlung, und sprachst: Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Das hat das Volk gesagt 40 Jahre davor, nicht? Als Mose auf den Berg ging und der Berg brannte da oben und das Volk dann gesagt hat: Sprich, lass nicht Gott zu uns sprechen, sondern sprich du zu ihm. Und jetzt sagt Gott dem Volk hier, also der Mose sagt hier, erinnert dem Volk, dass Gott einen Propheten wie ihn erwecken würde aus ihren Brüdern, der zu ihnen sprechen wird, so wie Mose zu ihnen gesprochen hat. Ja? Und der Herr sprach zu mir: Sie haben recht geredet, im Vers 17. Vers 18, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Also hier merken wir, dass Gott dem Mose diese Offenbarung geschenkt hat, dass wenn er nicht mehr sein wird, Gott ihnen einen Propheten erwecken wird, der sein wird, wie Mose es war, dem Gott die Botschaft geben wird und der dann zum Volk im Namen Gottes reden wird. Achtet auch aber, in welchem Zusammenhang Gott das hier gesprochen hat und welche Warnung damit verbunden war. In Kapitel 18, Vers 9 heißt es hier, denn wir sollten immer diese Aussagen in ihrem Zusammenhang lesen, nicht herausreißen einen Text irgendwo und dann mit irgendwelcher Geschichte in Verbindung bringen. Ja, das wollen wir auch lernen in unserem Bibelstudium hier, dass wir das so machen. Wenn du in das Land kommst, im Kapitel 18, Vers 9, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Was waren das für Gräuel? Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei betreibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörer oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Das war gang und gäbe in Kanaan und Gott hat das vorausgesehen und Mose sollte das Volk warnen, mach das ja nicht. Was heute aber gang und gäbe ist. Wir leben heute wieder in einer Zeit wie damals in Kanaan, wo die Leute genau zu all diesen Leuten gehen, Geisterbeschwörern, Zeichendeutern, Astrologen und Totenbeschwörern, um sie zu befragen. Gott sagt hier, denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Das heißt, wer das tut, der muss mit Folgen rechnen. Ja? Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, und jetzt könnte man sagen, diese Völker, unter denen wir heute leben, als Christen oder als Nichtchristen, überall auf dieser Welt, diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hieß es damals, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Ist das auch heute so? Ist doch genau dieselbe Situation, da hat sich nichts geändert. Auch unter den sogenannten Volk Gottes, das sich als Christen nennt, die diese Bibel haben, die die Botschaft aus diesem Buch lesen, Sonntag für Sonntag und Gottesdienst für Gottesdienst, werden hier diese Texte gelesen, ja, und diese Worte gelesen und die Warnungen ausgesprochen, dass sowas nicht im Lande sein soll. Gott sagt hier, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, die aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Und von diesen Völkern wurde ein Gericht ausgesprochen, dass sie erleben würden. Und jetzt kommt dieser Zusammenhang, einen Propheten wie mich. Das war eigentlich in dem Sinn eine Trostbotschaft für das Volk Israel. Sie sollten von vornherein wissen, wenn der Mose nicht mehr ist, Gott wird sofort dafür sorgen, dass ein Nächster kommt. Aber jetzt haben wir ein interessantes Problem. Ja, danke für diese Hinweise, die da eine andere Übersetzung noch geben. Es ist immer gut, wenn man diese Bibeltexte in anderen Übersetzungen liest, wo dann gewisse Akzente noch besser herauskommen. Ja? Jetzt, wer ist aber dieser Prophet, von dem Mose hier sprach? In welchem Propheten sollte sich diese Prophezeiung erfüllen? Wenn er sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, auf den sollt ihr hören. Christen, die die Bibel gut kennen, die wissen, dass diese Stelle im Neuen Testament zitiert wurde. Und zwar in einem Zusammenhang in Apostelgeschichte 3,
In einer Predigt nach der Pfingstpredigt, in einer zweiten Predigt, die der Apostel Petrus und Johannes gehalten haben. Ja. Und zwar schlagt jetzt auf in Apostelgeschichte 3, denn diese Prophezeiung in 5. Mose 18, 15 wird normalerweise sofort auf den Messias, auf Jesus übertragen. Das ist bekannt, jeder Adventist, der die Bibel kennt, der wird wissen, diese Prophezeiung, das ist eine messianische Prophezeiung. Und wir gehen jetzt der Frage nach, war es das wirklich? Kann man das von vornherein sagen, dass diese Prophezeiung 5. Mose 18, 15 eine messianische Prophezeiung war, die sich im Messias, in Jesus, im Sohn Gottes, der vom Himmel kommt, erfüllen sollte? Tatsache ist, dass in dieser Predigt des Johannes und des Petrus hier in Kapitel 3 auf diese Prophezeiung Bezug genommen wird. Lest mit mir ab Vers 22. Das ist mitten in einer Rede, wo der Petrus hier von nach der Auferstehung Jesu spricht. Mose hat gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, gleich wie mich. Den sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus seinem Volk. Das war im Alten Testament ganz klar. Niemand kann einen göttlichen Propheten ungeschadet einfach hinnehmen. Es kann sein, dass er sein irdisches Leben verliert, früher oder später, aber ganz sicher würde er sein ewiges Leben verlieren, wenn er auf einen göttlichen Propheten nicht hört. Und jetzt steht hier im Vers 24, und alle Propheten von Samuel an und hernach, wie viel ihrer geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Welche Tage? Da spricht der Petrus nicht von den Tagen früher, in der Vergangenheit, von den Tagen des Mose, sondern spricht er von den Tagen, die die Jünger jetzt mit Jesus gerade erlebt haben. Ja, die letzten 3 Jahre. Ihr seid der Propheten und Bundeskinder, sagt er jetzt zu diesem Volk, zu diesen Schriftgelehrten. Das ist ja auch eine Rede gewesen, die der Petrus im Tempel gehalten hat, nachdem er da den Gelähmten geheilt hat. Ja. Ihr seid der Propheten und des Bundes Kinder, ihr Juden, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, die dazugehört haben. Ja. Ihr seid der Propheten und Bundes Kinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Vätern, da er sprach zu Abraham, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuvörderst hat Gott erweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Achtet darauf, der Petrus bringt jetzt hier in dieser Rede diese Prophezeiung von 5. Mose 18, 15, wo Mose gesagt hat, ein Prophet wie mich wird der Herr wecken, bringt er direkt mit Jesus in Verbindung und sagt, in Jesus hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Er war ein Prophet, der von euch gesandt wurde, ein Knecht Gottes, merkt hier, der Knecht Jesu. Das heißt, Jesus war ebenfalls aus der Sicht der Apostel einer dieser Knechte, den Gott ihnen gesandt hatte, um sie zur Hochzeit zu laden, wenn wir das in diesem Gleichnis, mit diesem Gleichnis in Verbindung bringen können. Ja? Oder zu den Weingärtnern, um sie zur Frucht zu holen. Und gleichzeitig war aber auch der Sohn, den sie dann aus dem Weinberg geworfen haben. Aber der Knecht kam nicht nach diesem Text, um für sie zu sterben, damit er sie von den Sünden befreien konnte, das steht hier in diesem Text nicht, sondern hier sagt Petrus, dieser Knecht kam, um sie zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Achtet darauf, was hier für ein Auftrag beschrieben wird, den Petrus in Jesus erkannt hat. Kein Wort davon, dass dieser Knecht, dieser Prophet, wie Mose, einer war, der sein Volk aus Ägypten geführt hat, dass hier dieser Knecht von Gott gesandt wurde, damit er von dem Volk verworfen wird und getötet wird und dass sie mit ihm tun, was sie wollten. Sondern der Knecht wurde genauso gesandt wie jeder andere Prophet vor ihnen, vor Jesus, um das Volk zu segnen und dass sie ein Segen wären für alle Völker, für alle Geschlechter auf Erden. Und jetzt wisst ihr, der Segen kann diesem Volk nur gegeben werden, wenn sie den Propheten Stimme hören. Und das ist genau das, was Mose angekündigt hat. Aber, und jetzt ist mir etwas sehr wichtig,
Wen hat Mose hier, als er diese Aussage in 5. Mose 18 niedergeschrieben hat und dann auch diese Verheißung gegeben hat, hat der Mose damals gewusst oder gedacht, dass diese Verheißung, einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken, erst etwa 1400 Jahre später sich in Jesus Christus erfüllen wird. Und dass das Volk Israel 1400 Jahre lang warten müsste, bis dieser Prophet, den er hier angekündigt hat, der kommen würde aus ihren Brüdern, dass sie 1400 Jahre lang warten müssen, bis er dann kommt. Der Zusammenhang, in dem wir das vorhin gelesen haben, verneint diese Frage absolut. Achtet nochmal, schlagt mit mir jetzt nochmal 5. Mose 18 auf. Diese Verheißung war da für die Zeit, wo Israel nach Kanaan kommen sollte. Und wir wissen ja, Mose konnte diese Grenze Kanaans nicht mehr überschreiten. Und Gott hat vorbereitet und hat dem Volk schon vorausgesagt, er wird euch einen neuen Propheten erwecken. Und jetzt müssten wir die Frage stellen, in welchem Propheten sollte sich denn das erfüllen? Das kann ja nicht ein Prophet sein, der Jahrhunderte später kam oder 1400 Jahre später, vielleicht in Johannes dem Täufer oder gar erst in Jesus, sondern da muss der ein Prophet sein, der gleich nachdem Israel die Grenzen Kanaans passiert, dass dort schon ein Prophet für sie vorgesehen ist. Sollte das sich schon in Kanaan erfüllen? Wir hatten vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, eine Sabbatschullektion. Und ich lege euch jetzt ein weiteres Zitat aus dieser Sabbatschullektion in das Chat, das ich euch da gebe. Und zwar ist diese Sabbatschullektion von Bruder Dr. Pfannel geschrieben worden. Ja, schau ich jetzt, ob ich das jetzt hinkriege da. Ja, okay, da ist es. Also, ihr habt jetzt hier ein Zitat, dass wir, Entschuldigung, das ist jetzt noch nicht gekommen. Hier ist es, ja. Bruder Pfandl hat einen Kommentar und Bruder Pfandl ist der stellvertretende Leiter des biblischen Forschungskomitees in Amerika, in Washington DC. Und er hat damals diese Lektion geschrieben, unter anderem dieses Thema. Und er sagt hier, der Zusammenhang sagt, und da spricht er von 5. Mose 18, von dieser Prophezeiung, der Zusammenhang sagt, dass sich diese Prophezeiung unmittelbar auf die prophetische Führung des Volkes nach dem Tod, nach dem Tod des Jesu erfüllen sollte, sondern nach dem Tod des Moses bezog. 5. Mose 18, der Text, das ganze Kapitel gibt er hier an, das sei zu lesen, damit man erkennen kann, dass der Zusammenhang es sagt, dass diese Prophezeiung sich gleich nach dem Tod des Mose erfüllen sollte, ja, spätestens. Dann achtet, der gibt hier noch einen weiteren Text an, im Kapitel 5. Mose Kapitel 34. 5. Mose Kapitel 34. Und hier der Vers 9 und 10, ja. Da habt ihr einen Hinweis, wen Bruder Pfandl hier als erfüllte Person sieht, in der sich diese Prophezeiung erfüllt hätte. Und zwar steht hier, Josua aber der Sohn Nuns wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit, dem Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf, wie Mose denn der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie täte in Ägyptenland, am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem ganzen Lande. Das heißt, es ist wahr, dass, wie das hier auch steht, dass in der ganzen Geschichte Israels kein Prophet mehr aufgestanden ist, der solche großen Zeichen Wunder getan hat, wie sie Mose getan hat. Aber gleich nach ihm war trotzdem, hat Gott das Volk nicht von Propheten verlassen. Sie haben einen Propheten nach den anderen bekommen und Josua reiht sich hier ein als der eigentliche Nachkomme.
der jetzt die Rolle von Mose übernehmen sollte. Es wird ja an einer anderen Stelle gesagt, dass der Mose den Geist, den er hat, auf Josua legen sollte. Das heißt, diesen prophetischen Geist, diese prophetische Gabe ist er damit auch auf Josua übergegangen zur Führung des Volkes. Und er sollte jetzt das Volk im Gesetz und im Gehorsam unterweisen und führen. Und das ist genau das, was hier dem Mose bestätigt wurde, dass er das auch getan hat. Und wir wissen, dass Josua, solange er gelebt hat, er das Volk wirklich in den Wegen des Herrn geführt hat. Und dass er das Land erobert hat und das Volk, dem Volk das Land ausgeteilt hat. Josua wird uns nicht unbedingt als Prophet beschrieben in der Bibel. Wir lesen von ihm keine großen Weissagungen, aber interessanterweise war das ja auch Mose nicht. Mose hatte keine großen Vorhersagen gemacht, ganz konkrete Prophezeiungen. Er hat nur gesagt, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, dann werdet ihr Segen haben. Wenn ihr nicht gehorchen werdet, dann werdet ihr Fluch haben. Ja? Und genau das Gleiche hat Josua getan. Sein Auftrag war, das Volk Gottes zu führen. Das heißt, ich stimme hier der Bruder Pfandl absolut zu, dass diese Verheißung, von, die Gott durch Mose gegeben hat, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken, sich zunächst einmal schon in Josua erfüllt hat. Und jetzt die Fortsetzung dieses Zitats, das gebe ich euch hier auch rein jetzt. Und da mit dieser Aussage habe ich jetzt ein gewisses Problem. Bruder Pfandl schreibt jetzt weiter und sagt, alle Propheten von Josua bis Malachi waren eine teilweise Erfüllung dieser Prophezeiung des Moses. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum sagt hier Bruder Pfandl, dass alle Propheten, die Gott zum Volk Israel gesandt hat, eine teilweise Erfüllung dieser Prophezeiung des Mose waren? Was haben diese Propheten nicht erfüllt? Und hier gleich eine Weiterführung dieses Zitates, das ich euch hier weiter hereinlege. Es ist gut, wenn ihr das mitlest und könnt das dann aufnehmen. Bruder Pfandl sagt hier, aber natürlich konnte nur Christus voll und ganz den Bedingungen entsprechen, die Mose in seiner Prophezeiung genannt hatte. Das heißt, das ist eine Aussage, wo er sagt, nur Jesus konnte die Bedingungen erfüllen als Prophet, die Gott durch Mose hier in 5. Mose 18 vorausgesagt hat. Und jetzt, ich habe mir die Frage gestellt, ja, welche Bedingungen hatten da dieser Prophet zu erfüllen gehabt? Das Einzige, was wir hier lesen, war, dass dieser Prophet die Stimme Gottes hören sollte, und das dem Volk weitergeben sollte, was Gott durch ihn gesprochen hat. Und jetzt sagt mir, nennt mir einen Propheten in der Geschichte Israels, der diese Bedingung nicht erfüllt hat. Also vielleicht, ja, es würde euch wahrscheinlich mindestens einer einfallen. Und dieser eine, wer könnte es gewesen sein? Wer war ein, welcher Prophet würde euch einfallen, vielleicht die, die im Chat sind, vielleicht können sie da ein kurzes Wort hereinschreiben, wer euch da einfällt, einen Propheten, von dem ihr sagen könntet, der hat die Stimme des Herrn, der das, was Gott ihm gesagt hat, was er sagen soll, nicht so weitergegeben, wie es Gott von ihm erwartet hatte. Fällt euch da irgendein Name ein? Ich denke, jeden von euch, die da zuhören und die die Bibel etwas kennen, werden wissen, da könnte man, das könnte höchstens zunächst auf Jona zutreffen. Jona, ein Prophet, der ursprünglich einmal die Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, Nineveh soll in 40 Tagen runtergehen, nicht verkündigt hat. Er hat einen Umweg gemacht, aber über einen Umweg kam er erst recht wieder dorthin und hat diese Botschaft weitergegeben. Ich könnte euch sonst außer Bileam, nicht einmal Bileam, dieser Prophet, der dann irgendwo während der Wüstenwanderung, aber da war ja Mose noch am Leben, nicht? Der hat, selbst der bezahlt wurde für eine Weissagung, die er über Israel, für einen Fluch, den er über Israel aussprechen sollte, hat hier letztendlich das gesagt, was Gott ihnen in den Mund gegeben hat und der musste Israel segnen. Ich könnte euch keinen einzigen Propheten nennen, der diese Bedingung nicht erfüllt hat, die hier Gott von Mose erwartet hat, von diesem Propheten, der kommen sollte. Wenn jemand die Bedingungen nicht erfüllt hat, dann war es höchstens das Volk, das die Bedingungen nicht erfüllt hat.
Interessant ist aber, wie ihr merkt, der Bruder Pfandl hat hier drei Stellen im Neuen Testament angegeben. Die erste Stelle ist Johannes Kapitel 1, Vers 21. Johannes Kapitel 1, Vers 21. Da wurde Johannes der Täufer gefragt von den Leuten, die da zur Taufe kamen und die Schriftgelehrten, die Juden, die also gesandt haben und wissen wollten, wer ist denn dieser Johannes der Täufer? In Johannes Kapitel 1, Vers 19, und dies ist das Zeugnis des Johannes, da die Juden zu ihm sandten von Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du der Elia? Er sprach, ich bin's nicht, obwohl es war, obwohl Jesus dann zu ihm gesagt hat. Aber wir wissen schon, warum Johannes der Täufer hier gesagt hat, er ist nicht der Elia, weil die Juden gemeint haben, er sei der buchstäbliche Elia und gemeint haben, der buchstäbliche Elia würde kommen. Erinnert euch daran, dass wir darüber sprachen. Er sprach, ich bin's nicht, bist du der Prophet? Also ein ganz bestimmter, der hier angesprochen wird, auf den hier die Leute hingewiesen haben. Folgedessen, merkt ihr, haben die Juden gewusst, dass da eine besondere Prophezeiung im Alten Testament stand, wo von einem Propheten die Rede ist, der kommen sollte. Und offensichtlich haben sie wohl hier an diese Prophezeiung gedacht, die wir da in 5. Mose 18 haben. Und was sagt Johannes der Täufer? Er antwortete nein. Also Johannes lehnt das ab, als der Prophet zu gelten, von dem Mose gesprochen hat. Auch sehr bemerkenswert. Vielleicht könnte man hier auch sagen, er hat zwar gesagt nein, aber er war trotzdem in gewissem Sinne ein Prophet, den der Herr erweckt hat, der aus seinen Brüdern erweckt wurde. Er war auch einer aus seinen Brüdern und er hatte die Stimme Gottes, die Botschaft Gottes genauso weitergeben, wie er es von Gott empfangen hat. Ja? Dann kommt noch eine Stelle, die Bruder Pfandl hier zitiert, das ist Johannes 6, Vers 14. Da war Jesus bei der Speisung der 5000, hat das große Wunder getan. Und dann da im Vers 14, da steht dann, und die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus da hat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Merkt ihr, vor dem Tod Jesu haben diese Zuschauer, diese Leute, die diese Wunder Jesu gesehen haben, offensichtlich in Jesus auch die Erfüllung dieses Propheten gesehen, von dem wahrscheinlich der Mose, also von dem der Mose da angekündigt hat. Aber jetzt merkt ihr, Bruder Pfandl hat ebenfalls gesagt, eigentlich sollte diese Prophezeiung sich schon damals erfüllen, schon zur Zeit des Josua, nicht erst zur Zeit Jesu. Jetzt geht dieses Zitat noch weiter. Ich gebe euch jetzt die Fortsetzung von diesem Zitat, das hier noch kommt. Und zwar sagt hier Bruder Pfandl, Jesus kam als der zweite Mose, nicht um sein Volk von der Macht irdischer Herrscher zu befreien, sondern um es von der Sünde zu befreien. Und aus diesem Grunde, ja, das ist ein interessanter Zusammenhang, wo Jesus hier, wo der Bruder Pfandl hier einen Unterschied herstellt zwischen dem, was Mose von diesem Propheten vorausgesagt hat und was er dann in Jesus sieht, wozu er gesandt wurde. Bruder Pfandl meint hier also, dass Jesus als der zweite Mose zwar genannt werden konnte, aber der nicht jetzt vielleicht unbedingt die Aufgabe hatte, als Prophet den Menschen zu begegnen. Mose sprach aber von einem Propheten, der gesendet wird. Er sollte nicht die Macht, also das Volk von der Macht der irdischen Herrscher befreien, sondern um es von der Sünde zu befreien. Und achtet, das ist offensichtlich ein Detail oder eine Handlung, eine Erklärung, die dort in 5. Mose 18 nicht steht. Also von diesem Propheten, den Mose da angekündigt hat, wird nicht gesagt, der wird sein Volk von den Sünden befreien. Deshalb würde jetzt hier, nach dieser Argumentation, die Bruder Pfandl hier führt, könnte man ja fast sagen, also diese Aussage passt ja gar nicht auf Jesus. Nachdem, wie wir üblicherweise die Sendung Jesus verstehen, dass Jesus nur gesandt wurde, um das Volk von seinen Sünden zu befreien. Und das Volk von Sünden zu befreien bedeutet natürlich für viele Christen heute nur, für die Menschen zu sterben. Und davon ist aber auch in dieser Prophezeiung von Mose keine Rede.
Er sprach hier von einem Propheten, der kommen sollte, um das Volk zu belehren, und das Volk sollte ihm gehorchen. Aber achtet darauf, dass Petrus genau das nach dem Tod Jesu von Jesus sagte. Er kam ja nicht, damit sie ihn ablehnen, er kam, um sie zu segnen und dass sie auf ihn hören. Mose hat schon gesagt, sie sollten auf ihn hören. Da steht noch nichts davon, dass er sie von Sünden befreien sollte, in dem Sinn, wie wir Befreiung von Sünde verstehen. Und deshalb die Frage, der wir vielleicht das nächste Mal weiter nachgehen, denn die Zeit ist irgendwie schon, kommt zu Ende, und ich möchte das jetzt vielleicht doch hier unterbrechen. Aber wir werden uns das nächste Mal die Frage stellen, wenn von Jesus gesagt wird, dass er kam, um das Volk von Sünde zu befreien, dann werden wir uns das nächste Mal die Frage stellen, war das bei den Propheten, wie Mose einer war, und wie dann der Prophet, der von Mose angekündigt wurde, der von seinen Brüdern nach seinem Tod erweckt werden sollte, wie war das bei diesen Propheten, Josua oder dann später die Propheten, die nachher gekommen sind? Sollten die das Volk nicht von Sünde befreien? Sollte nur ein Prophet kommen, der dann 1400 Jahre später kommt, auf den sich das zutreffen sollte? Aber ihr merkt, Mose hat hier in dieser Prophezei dieses Element nicht drinnen gehabt, und trotzdem werden wir die Frage stellen, kann man auch die Propheten, die nach Mose von Gott erweckt wurden, in irgendeinem Zusammenhang verstehen, dass sie auch von Gott gesandt wurden, um das Volk von Sünde zu befreien? Dieser Frage werden wir das nächste Mal nachgehen und schauen, wie wir dann mit dieser Prophezeiung des Mose, die im Neuen Testament tatsächlich dann mit Christus in Verbindung gebracht wird, wie wir das dann damit in Verbindung bringen können. Und letztendlich auch, und der Frage gehen wir weiter nach, ob auch Johannes ein der solcher Propheten war, der dem Herrn vorausging und der ebenfalls das Volk von Sünde befreien wollte. Ist in den Aufgaben dieser Propheten das drinnen? Und dann die Frage natürlich, was ist aus denen geworden, was war die Folge, als all diese Wegbereiter Gottes letztendlich vom Volk verworfen wurden? Dieser Frage gehen wir weiter nach, und ich hoffe, dass diese Gedanken, die wir hier verfolgen, auch uns wieder einen weiteren Einblick geben in den göttlichen Plan der Erlösung. Im göttlichen Plan der Erlösung Israels, aber auch der Welt, nicht nur von weltlichen Herrschern, von Unheil, sondern auch der göttliche Plan von Erlösung aus der Sünde. Gott helfe uns, dass wir über diesen Weg auch diesen Plan weiter richtig verfolgen und richtig verstehen können. Eines wollen wir schon zusammenfassend auch aus dieser Geschichte, die wir heute betrachtet haben, lernen. Wenn Israel auf Mose gehört hätte, hätte es keine 40 Jahre Wüstenwanderung gebraucht, und auch im Land Kanaan, wie wir das vorhin gesehen hätten, hätten sie all das nicht erleben müssen, was sie erlebt haben. Und die ganze Geschichte danach. Gott segne uns, wenn wir die richtigen Schlüsse aus dieser Geschichte lernen, die wir dann weiter verfolgen wollen. Damit lade ich euch ein, dass wir wieder ein abschließendes Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diese Zeit, die wir jetzt wieder verbringen konnten. Du möchtest uns weiter und weiter in dein prophetisches Wort hineinführen, dass wir die Zusammenhänge richtig verstehen, dass wir deinen göttlichen Plan, den du schon von vor alter Zeit gehabt hast, richtig einordnen können. Dass wir verstehen, welche wunderbaren Aussichten du deinem Volk gegeben hast. Und was alles diese Welt nicht haben hätte müssen, wovor die Welt und auch dein Volk damals bewahrt werden hätte können, wenn es auf deine Stimme gehorcht hätte. Auch heute sendest du Propheten in diese Welt. Auch heute hast du Menschen, die in deinem Namen die Botschaft verkündigen. Innerhalb deines Volkes, aber auch außerhalb deines Volkes. Und wir wissen, wie es ihnen geht. Und wir merken, wie weit diese Welt diese Botschaften ablehnt.
und dass wir uns nicht wundern müssen, wenn ein Unheil nach dem anderen über diese Welt hereinbricht. Herr, vergib uns auch unsere Fehler, unsere Sünden, wenn wir die Botschaft oft in der Vergangenheit nicht so weitergegeben haben, wie du es uns in deinem Wort offenbart hast. Aber vergib uns das und hilf, dass wir daraus lernen und dass wir immer deutlicher deine Wahrheit verstehen und sie auch weitergeben können. Segne alle, die heute mit dabei waren, die diese Sendung hören werden, und lass auch Frucht aus diesen Gedanken und diesen Überlegungen entstehen für die Ewigkeit. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Gut, meine lieben Freunde, ich möchte euch herzlich Danke sagen fürs dabei gewesen sein und möchte mich wieder verabschieden für heute und hoffe, dass wir uns das nächste Mal, nächsten Donnerstag wieder sehen. Wenn nichts dazwischen kommt, führen wir das Thema dann wieder fort. Gott segne euch. Und auf Wiedersehen, wenn irgendwelche Fragen sind. Ich habe jetzt weiter keine Meldungen mehr gesehen und so